Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Letztes Mal haben wir das Dinomena ein bisschen erkundet und haben diese Rutsche gefunden. Und ich würde sagen, wir springen direkt hinein. Hui! Hui! Die schädliche Macht der Hysterie ist groß. Trotzdem ist die feindliche Abwehr nicht ausgeschaltet. Oh. Was ist das? Uhrwerkbombe. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwache Struktur zu zerstören. Okay. Ja, immer zuerst alles kaputt hauen. Na, lass uns den Mond anzünden. So. Konfuse Alice, okay. Cool, okay. Zeitbombe, das ist praktisch. Ich habe eine Erinnerung gesehen. Wo ist diese Erinnerung? Nein. Oh, das war blöd. Hier ist eindeutig eine Erinnerung verzeichnet. Nur wo? Hier. Da hoch. Ah, nein, kann man nicht. Und ich dachte, ich hätte ein Geheimnis entdeckt. Manu. Da ist auch das Fundbüro, aber da ist eine Erinnerung verzeichnet. Ich will die nicht verpassen. Gehen wir mal hoch. Ah, hier. Okay. Da ist sie. Wie komme ich dahin? Wahrscheinlich hier. Kaputt. Und geht da durch. Cool. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Ich glaube, das ist das, was der Familie am Ende zum Verhängnis wurde. Oh, jetzt kommen diese geilen Sequenzen. Da bin ich ruhig. Und ah, das finde ich so episch. Und jetzt genießt es. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Sammle Zähne für ein Waffenupgrade. So, diese Sequenzen erklären sozusagen langsam Moment. Bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Im Zustand der Hysterie kann Alice nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Aber Vorsicht, Hysterie ist zeitlich begrenzt. Oh, das ist episch. Sterbt, ihr Kleinen! Das ist so episch gemacht. Und natürlich fallen auch ganz viele Leben, damit man damit treffen kann. So, das ist vorbei.
Was ich sagen wollte, dieses Gesetz wird aufgeklärt, wie es genau passiert ist, dass das Feuer und ja, genau das eigentlich. Und Knopf. Ein Knöpfchen. Ist hier noch ein Geheimnis? Scheint nicht so. Ja, okay. Doch, da. Aber das ist, glaube ich, das Normale. Aktiviere den Zielmodus, indem du T drückst. Schieß auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist, wird er grün, ist er aktiviert. Zielmodus. Ah. Ja, das kann ich auch normal machen, wenn ich einfach auf die Waffe wechsle. Und dieses Schalter birgen auch manchmal Geheimnisse. So. Und hier müssen wir hin. Ach! Nein! Böser Traum! Nein! Schlimmer Traum! Schlimme gute Nacht! Oh, der arme Hutmacher. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlunter, dann die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Verrückt wie ein Hutmacher. Okay. Da ist ein Geheimnis. Wir haben also eine Aufgabe. Wir müssen den Hutmacher, Druckplatz funktioniert nur mit der Hilfe von Gewicht. Mit der Uhrwerkbohren kann man mit Gewicht versehen. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Okay. Wir müssen jetzt den Hutmacher wieder zusammensetzen. Dafür müssen wir in die gleiche Domäne gehen und die Anspielung, die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Naja, das ist die Domäne gemeint und er ist selber verrückt, also. So, das ist eine Plattform, die kommt nur runter, wenn man da auf dieser Plattform steht. Aber wenn man runter geht, geht sie wieder rauf. Deswegen haben wir die praktische, die hier. Und dann können wir das kurz lassen. Entweder warten, bis es selber explodiert oder einfach raufgehen. Okay. Und jetzt sind wir durch das Ziffernblatt. Die Vorpalklinge verursacht bei Einzelzielen den schnellsten Schaden. Das ist gut. Aufgepasst, halte Oh Manu, ich wollte das lesen. So, darf ich bitte sagen. Für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Okay. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ja. Okay, blocken. Oh, praktisch.
Lass mich raten. Und es kommt gleich ein... Natürlich. Und ich dachte, dann können wir es gleich einsetzen, oder? Oh. Das tut mir aber leid. Au. Das tut mir leid. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Hektik und Arbeit und Aua. Naja, ich glaube, so hat Alice wahrscheinlich das Prinzip von Arbeit verstanden. Aua. Jetzt, der Hektik. Nicht zu nehmen. Dies. Dankeschön. Yeah. Da ist ein Schwein. Ja, schöne Knöpfe. Wirklich, die will ich ganz toll angucken. Und jetzt will ich die Zähne entsammeln. Oh. Okay. Moment. Oh. Was? Nein. Hüpf. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Was ist Jahre her? Willst du mich verarschen? Aufdrehen und niederdrücken. Montage oder Zerstörung. Nach Bedarf. Schmelzen und wiederkehren. Lass mich raten, wir müssen in beide hinein. Nein, ich muss es gar nicht raten. Das Spiel ist ja nicht blind. So. Gehen wir doch zuerst in Aufdrehen und niederdrücken. Hört sich doch toll an. Nicht. Okay. So. Oh, das sieht so toll aus. Wird das wohl Spaß machen? Vielleicht, aber ich hätte Höhenangst. Lektion an der Schultafel bietet dir... kann dir den Weg weisen. Was? Nee. Diese Nachrichten sind manchmal etwas zu schnell. So, lass mich raten, ist hier eine Kitty? Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Und wer sind die Bewohner? Muss ich Angst haben? Nerv ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen, Nerv kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Dein neuer Anführer, der Merzhaus. Hört sich ja nach tollen Bedingungen an. Wir meinen es ernst. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser als Stift? Wie steht der? Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwähnen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Okay. Oh. Ehrlich gesagt hört sich das nicht toll an. Wahrscheinlich möchtest du dann mein Geld... Also du, mein Geld, nicht das und der. Oh. Hier können wir zerquetscht werden. Quetschi. Oh, okay, können wir nicht. Voll gecheatet, Mann. Können wir das jetzt schon? Ja, können wir. Da komme ich nicht hoch.
muss ich hier durch. Das sieht etwas brutal aus, aber hey. Das Alice auch nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie das aussieht, wenn wir zerquetscht werden. Oh, Geheimnis. Okay. So. Dann gucken wir mal, was hier versteckt ist. Wieder eine Flasche. Okay. Ich denke, das sind gute Sachen. Hier hoch für den. Ruhe weg. Ja, habe ich schon. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich der Märzhase. Ich fand den so lustig im Film. Hat alles den Film gesehen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Lasst ihr merken, ich werde meine Folge. Aber bitte, macht das mal. Würde mich echt freuen. So. Okay, Alice, bist du bereit? Los! Boing. Boing. Schnell, 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 bevor es verschwindet. Halbzeit. Ding, 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 ding. Wir haben es geschafft. Dann war das kein Problem. Und hier geht es schon weiter mit den Quetschis. Hört das dann auf? Oder? Nee, es geht hoch. Los. Ah, ich kann einfach so. Trollololololol. Hoffentlich schaffst du es, Alice. Und dann muss ich die Folge auch schon wieder beenden. Kein billiger Spruch. Schön wär's, wenn Sterben abgeschafft wäre. Jetzt haben sie gespeichert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja? Dann gehen wir zum Mehrzahl, denke ich. Nur noch halt noch die Schnauze. Arbeiter. So. Und ich würde sagen, tschüss.